Tag, meine lieben Leute, beim Gusua in the Town. Und ihr seht's ja, die Laune ist wieder weiter oben, weil es einfach mit den Truppen jetzt mittlerweile besser klappt. Wir greifen an und wollen natürlich richtig schön Loot sehen. Klar, logisch, wir jumpen auch direkt hinein in das fette Vergnügen und gucken, was hier an den Start gebracht werden kann. Zack. Wir wollen hier mal richtig schön eskalieren. Mal gucken, was wir in der CB haben. Kommt auch rein. Für die, die woanders langlaufen, nehme ich mal hier so einen kleinen Mauerbrecherchen. In ein oder zwei Stück hier. Zack, zack, zack. Und kriegen sie da die andere Mauer auch noch kaputt? Wo rennen die hin? Ja, passt auf jeden Fall. Hier nochmal, dass wir relativ gut in der Town reinkommen. Bam. Genau. Und nochmal. Jo, läuft. Einwandfrei. Die restlichen spare ich mir halt auf, klar. Heiler wieder schön geswitcht auf den King. Sollte auf jeden Fall laufen hier. Der kriegt natürlich auf jeden Fall fett sein Fett weg. Aber hat hier richtig schön gedefft. Richtig nice. Queen darf ich jetzt nicht vernachlässigen, logisch. Wird geraged. Also, die Ability wird gezündet. Da war ein Motorradfahrer draußen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut im Video gewesen. So, King. Klar, jetzt geht natürlich hier heilermäßig nicht mehr viel an Start. Aber das sollte passen. Alter, läuft. Läuft. Ah, man darf nicht zu früh abbrechen. Man darf echt nicht zu früh abbrechen. Guck mal, wir haben noch zwei Magier. Die kriegen hier das Ding definitiv noch weg. Und je nachdem, wie das läuft, könnte es... Na okay, der King geht jetzt raus. Alles bleibt offen. Also ich denke mal, der Bogiturm wird sich definitiv die Magier noch snacken. Richtig geil. Geht er erstmal schön auf den Barbar, der total egal ist. Und jetzt ist schön auf dem King. Ja, nice. Läuft auf jeden Fall. Ja, okay, jetzt ist der Magier trotzdem weg. Aber das ist natürlich geil. Richtig. Oh. Also wurde ich entschädigt. Also ganz ehrlich, für die Loon-Sachen, die ihr ja in den letzten Videos vorher gesehen habt, wurde ich jetzt mit den Truppen definitiv entschädigt. Richtig perfekt. Es hätte auch den Magier treffen können. Nein, es trifft den King, der halt wirklich das ab kann. Den hat es jetzt aber zerwichst. Der ist leider weg. Aber das ist vollkommen okay. Ich will ihn auch gar nicht weiter stören hier. Das Goldlager, das schenke ich dem Gegner noch. Das passt. Aber jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, was nehme ich als nächstes? Also beziehungsweise was grade ich als nächstes ab? Weil halt, ich sitze halt da, 5,6 Millionen. Ich habe halt das Problemchen. 5 Millionen würden jetzt zum Beispiel draufgehen für... ein Expo auf 2. Und ja, müssen wir halt schauen. Da bin ich halt so ein bisschen zwiegespalten. Hier, dass ich den auf 2 mache. Oder halt, wenn ich dann schon die 8 Mille habe, dann eventuell den nächsten Expo auf 4. Bin ich so ein bisschen... Den habe ich immerhin schon mal auf 8 gemacht. Auf 9 geht noch nicht. Geht erst ab Rathaus 11. Also da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, was ich da als nächstes mache. Klar, Elixier ist leider auch noch so ein bisschen sehr schmaler Taler dabei, weil wir halt sonst gerne natürlich auch Armeelager, klar, logisch, upgraden würden oder halt eben auch die Kasernen, dass ich endlich mal einen Tunnelgräber an den Start bringe, weil das wäre natürlich auch nochmal ein richtig geiles Video wert, würde ich sagen. Alles gucken wir mal. Den kann man garantiert richtig schön in die gesamte Session integrieren. Aber das sehen wir dann garantiert auch noch. So, jetzt gibt es erstmal wieder einen Cut hier. Alter Leute, ich glaube, ich bin hier echt im Loot-Olymp. Das geht ja echt richtig krass hier weiter. Ja, nehmen wir den nächsten hier mal auseinander. Ich denke, dass der hier relativ viele Fallen hat. Deswegen würde ich gerne mit der Queen vorgehen. Und gucken, was hier halt wirklich so abgeht. Ein bisschen noch... mit den Magiern an der Seite clearen. Die hätte ich eventuell danach setzen können, aber egal. Ist doch egal. Passt schon. King am Start, läuft bei mir. Und jetzt könnte es eben... Genau, dann werden die hier jetzt sich durchkämpfen. Und jetzt kommen hier doch garantiert irgendwelche
Sprungfallen, aka Bomben, ganz genau. Und meine ganzen normalen Truppen wären halt schön ja, dem Erdboden gleich gemacht gewesen. Tun, Taten am Arsch. Und jetzt jumpen wir hier schön mit den Reason rein. Geht auf jeden Fall Rage rein, dass der King eventuell noch am Leben bleibt. Oh, nice, knapp. Ja, okay, Pech gehabt, Junge. Egal, dann gehen die Riesen halt rauf. Passt. Ich habe halt noch richtig viel Mauerbrecher, die ich nicht verwenden brauche. Das ist auch sehr gut. Souverän, auf jeden Fall. Queen erstmal weggetackelt vom Gegner. Richtig nice shit. Hier. Oha, läuft bei mir. Sehr gut. So, jetzt wird gleich mal die Ability gezündet. Das war hier halt wirklich schnell. Ja, der Bogiturm muss fallen, ganz genau. Einwandfrei, Bogiturm ist gefallen. Denke ich, sollte kein Thema sein. Klar ist hier die Kanone, beide X-Bows, passt aber. X-Bow ist weg, läuft. Da seht ihr wieder einen kleinen Queen Walk. Und wie gesagt, alles andere hätte einfach keinen Sinn gemacht. Wie gesagt, hier sitzt man da, hier gehen die Bomben hoch und man sitzt da und hat halt einfach gar nichts gepeilt. Beziehungsweise die Truppen sind halt einfach von einem selber einfach mal kaputt. Wollen wir nicht, klar. Ja, hier denke ich mal, sollte noch was gehen. Ich denke, die wird nicht rausrennen. Die wird dann hier in den Bereich noch langziehen. Ah, lass ich. Nee, ich würde jetzt sagen, die soll das Lager noch klar machen. Und dann würde ich eventuell mit den Mauerbrechern aufspringen. Okay. Ah, da reicht mir die Zeit nicht. Zack. Naja. So viel dazu. Kleine Entschädigung ist halt hier noch der Bohrer. Aber das war ja eine klitzekleine Entschädigung, würde ich sagen. Weil ich hätte natürlich schon gerne noch das Lager gehabt, klar. Aber das ist okay. Dann kriegen wir das nächste Lager aber noch. Das Goldlager ist definitiv noch meins. Das ist definitiv drin. Sweet, auf jeden Fall. Und wie gesagt, keine Mauerbrecher sonst weiter verwendet. Nicht hier, wer weiß, wie rausgehauen. Da haben wir auch wieder ein bisschen was gespart. Passt also. Nein, hätte ich mit mehr gerechnet. Echt, ja, das ist nicht so der Knüller. Das ist nicht so der Knüller. Aber egal. Das soll es noch nicht gewesen sein. Ihr seht noch einen Fight und dann war es das. Muss ich erstmal alles schön schneiden. Aber davon kriegt ihr nichts mit. Reingehauen. Hier nehmen wir nochmal eine Base unter die Lupe und schauen mal, was wir hier machen können, weil ich denke, den müssten wir auch relativ gut abfrühstücken können. Ich guck mal, ich probiere jetzt hier auch mal zusätzlich gleich die Giants zu placen und die wäre. Ja, okay, das war jetzt nicht unbedingt clever, jetzt den Jump zu nehmen und dann gleich die Mauerbrecher hinten ran. Der war für einen Arsch, okay, ich hab's gesehen. Ja, es tut mir fast ein bisschen sorry. Hier machen wir mal ein bisschen mit den Magiern noch Alarm. Schade, dass die so ein bisschen die Heiler jetzt in dem Fall wirklich mal nicht zu den Riesen rennen. Das ist ein bisschen schade. Aber gut. Die Magier sollten genug Damage machen hier. Schön, alles geht auf die Queen. Das passt. Jetzt gucken wir mal. Ja, das passt. Die Queen snackt sich hier jetzt schön die Ressourcen und kommt hoffentlich ganz gut rein. Sollte passen. Hier, zack, genau. So wollen wir es haben. Und jetzt lasse ich es noch, weil wenn ich jetzt die nächsten vorschicke, wird natürlich irgendwie Tesla oder irgendwas hier aufploppen. So, und jetzt. Ah, da natürlich. Genau, da müssen sie hin. Ganz genau. So, gucken wir mal. Bam! Nein, das gibt's nicht. Ja, klar, gleiches Problem wieder und wieder weg. Achtmal. Oh, gut. Juhu. Sweet, Junge. Jetzt gucken wir, wo sie jetzt noch lang möchte. Und den Gefallen möchten wir ihr auch noch tun. Ich drop jetzt hier einfach rein und fertig. Mir fehlt ja einer. Also, einer halt. Jetzt gucken wir mal, sie wird jetzt aber garantiert erkennen, okay, die Mauern sind jetzt nicht mehr so dolle. Da kann ich durchgehen. Wir haben noch eine Minute.
Nee, sie wird es nicht machen. Sie wird erst das Goldlager sich holen und den Bohrer. Und danach eventuell dahin gehen. Mal gucken. Wäre natürlich schade, wenn man jetzt keine Ability hätte, die ich natürlich noch habe. Und nutze. Kanone weg, genau, keine Gefahr mehr. Bogiturm und die Minenwerfer sind halt gar keine Gefahr mehr. 52% erreicht, die Teslas ploppen auf, klar. Passt hier an der Stelle auf jeden Fall. War okay, hätte definitiv mehr sein müssen eigentlich, aber gut, okay. Ist in Ordnung gewesen. Nehmen wir die Luftabwehr noch weg und das war's dann auch schon. Ich probiere es trotzdem. Ja, nee, da. Ehe die Mauer durch ist, lassen wir. Naja, ist okay. Hätte besser sein können. Das war es auf jeden Fall zu meinem, ja, ich sag mal, ich weiß nicht, was es war. Also klar, Pokis hoch, Loot 3,2 Millionen Gold, 1,1 Millionen Elixier, 3000 Dunkles und ja, auf jeden Fall truppentechnisch in eine Richtung gegangen, wo ich denke ich mal jetzt besser mit klarkommen werde. Also Riesenmagier, Heiler für den Queen Walk und ein paar Mauerbrecherchen noch rein. Und dann läuft das. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein. Ciao, ciao.